offensichtlich alles in Ordnung an dieser Stelle. Die Welt scheint sicher zu sein. Alle Polizeifahrzeuge sind vor Ort. Sehr beschaulich hier in einem der Vororte von Yokohama in der Nähe von Tokio oder eigentlich im Ballungsgebiet von Tokio. Also alles noch hier beim Alten. Alles beim Alten ist es auch mehr oder weniger beim Markt. Heute nicht so wirklich viel Aktion, bis jetzt zumindest mal. Und da dürfte sich auch nicht so arg viel dran ändern. Wir haben zwar jetzt vorbörslich eben gerade gesehen, dass der Markt durchaus mal ein bisschen Bewegung, 5-Minuten-Markt im 5-Minuten-Chart zeigen kann, in dem Fall nach unten. Aber insgesamt muss man ganz ehrlich sagen, so richtig eine tolle Bewegung ist heute eigentlich gar nicht zu erwarten. Denn Amerika hat heute Martin Luther King Day und dementsprechend nicht wirklich eine Bewegung, weil wenn der Markt zu ist, dann passiert da auch nicht wirklich was. Also von der Seite aus zumindest mal Entwarnung. Montags zudem sowieso nicht so viel Informationen auf dem Markt. Was heute vielleicht ein bisschen eine Rolle spielen kann, ist so diese Woche nämlich mit dem Weltwirtschaftsforum, dass dort das ein oder andere dann verkündet wird. Wir hatten jetzt am Wochenende ja zumindest mal ein bisschen Daten, mal was Libyen angeht, was allerdings den Markt auch nicht wirklich bewegen dürfte. Also insofern in allen Fronten eigentlich Ruhe. Heute Abend 19:30 vielleicht schon mal vormerken, da gibt es von Lagarde vielleicht was zu hören. Die wird sich da vielleicht äußern, was die EZB so vorhat, denn das ist noch alles andere als klar. Diese Woche allerdings wird nicht wirklich was erwartet von der EZB. Insofern wieder ein Punkt, warum es Ruhe geben sollte. Weshalb vielleicht doch Bewegung aufkommen könnte, das liegt daran, wenn die ein oder andere Nachricht von dem ein oder anderen Event durchsickert und das bei dünnem Volumen, dann kann es schon mal sein, dass der Markt sich etwas schneller bewegt. Die Ausrichtung ist nach wie vor nach oben gerichtet. Also wir können davon ausgehen, dass wenn es dann eher nach oben geht. Allerdings der Hinweis, aktuell gibt es immer mal wieder so kleine scharfe Rücksetzer, die erstens mal an erschreckte Marktteilnehmer erinnern oder an müde, die nicht mehr so richtig wollen und sagen, was machen wir denn jetzt, komm, gehen wir raus. Allerdings sofort wird da wieder gegengekontert und der Markt schießt dann wieder nach oben. Also eine echte Schwäche ist das mit Sicherheit nicht. Also heute wohl eher ein Abwartentag mit Möglichkeiten auf Überraschungen. Drücken wir mal die Daumen, dass es in die richtige Richtung geht. Vielleicht ein kleiner Hinweis noch für die eine Idee suchen. Ich finde Euro gegen US-Dollar im Moment gar nicht so schlecht in der scharfen Abwärtsbewegung. Jetzt aktuell so ein bisschen nach oben, müsste allerdings nach unten was triggern. Sonst ist das natürlich alles nix. Das wäre allerdings auf jeden Fall mal eine Idee, die man umsetzen könnte. Wer mehr Ideen sucht, der kann sich natürlich sehr gerne beim Trade des Tages anmelden, kriegt dann unsere Hinweise, was wir aktuell so auf dem Plan haben. Oder aber, um noch mehr zu bekommen und das sogar aufs Handy, über WhatsApp oder Telegram, was Sie da auch immer bevorzugen, klicken Sie auf Trade2Go. Es ist kostenfrei. Sie bekommen unsere Nachrichten direkt aufs Handy. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal.